So, und zurück zum nächsten Part von Resident Evil Revelations. Wir müssen am Strand Kadaver untersuchen mit unserer neuen Ausrüstung, die ihr im letzten Part gesehen habt, was wir bekommen haben. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Die sind alle verwest. Wie eine Rabe. Was, Kadaver? So bleiche Haut. Das habe ich noch nie gesehen. Bleiche Haut. Erfasst die Daten mit dem Genesis. Okay, L2. Da ist etwas. Da ist was Metall. Drin. Metall entdeckt. Gehen Sie Socks an Ihre Munition um? Ja, wir haben. Vorsichtig. Mal. Keine Sorge, das habe ich schon mal gemacht. Okay. Ich hab da was. Lecker. Was ist das? Vielleicht eine technische Mutation. Das wäre der Beweis. Ich führe damit ein paar Tests durch. Macht ihr einfach mit der Untersuchung weiter. Steckt ihr jetzt über den Arm ein oder was? Hey, Muni. FBC hat sich jemand bereits umgesehen. Aha. Aha. Böse, böse, böse. Da guckt sich die Kadaver an. Hey, Muni. Holen Muni nehme ich gern. Holen Muni nehme ich gern. Boah, der bewegt sich. Beweg dich! Ah, was? Wer weiß, mit welchem Stamm wir es zu tun haben. Das dachte ich mir schon. Keine Sorge, wir schaffen das. Hier. Hier ist es immer noch. Mensch. Nach Raccoon City muss das doch Kinderkram sein. Ja, eigentlich ja. Warum hast du eigentlich die FBC für das hier aufgegeben? Ich wollte näher dran sein. Ich wollte kämpfen. Heute. Wie ich sehe, seid ihr okay. Macht weiter mit der Untersuchung, aber äußerst vorsichtig. Können wir da rein? Ja. Lässt sich nicht öffnen, scheint blockiert zu sein. Nee, oder? Ich muss ja durchs Dunkle rennen. Wie du bewegst dich. Ja, klar. Ach, dieser Geruch. Das muss das Gas sein. Ach, was für eine Sauerei. Ja. Eine Sauerei. Steuerung der Hilfswaffen. Waffenabfall mit R2. Waffe beim Zielen, Abfall mit R1 und R2. Waffenwechsel mit Handgranaten. Okay. Wieder so. Ja, da ist was. Eine Zeitung aus dem letzten Jahr. Dieser Artikel brachte die Existenz der Probe erstmal an die Öffentlichkeit. Okay. Okay, ist das ein Wasser? Oh, tote Fische. Hier ist nichts. Ich
Pfandgranate, Pfandgranate. Noch was? Noch was. Wir nachgestatten. Den abgeschlossen. Den abgeschlossen. Für eine Analyse brauchen wir mehr Proben. Besorgt sie mir. Noch mehr. Ach, komm schon. Der will uns nur durch hier durchjagen. Komm doch selber mit. Komm doch selber. Wir werden hier angegriffen, nicht du. Hallo. Guck mal, ganz viele tote Türme. Frisch aus, frisch, 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 frisch oder so. Hm, hab ich schon gesehen? Hab ich hier einen vergessen? Wir haben nicht genug Daten für eine genaue Analyse. Oh. Sammelt mehr Proben von den Kadavern am Strand. Ich bin ein Forscher. Ich hab das nicht. Das ist keine Ahnung. Den abgeschlossen. Den abgeschlossen. Erstes Opfer. Erreicht die Analyserate 100%. Erhalten Sie einen Gegenstand zur Regenerierung. Die Analyserate verringert sich, wenn Feinde gleicher Art gescannt werden. Ich habe genug Proben. Genug Proben, endlich. Gut, schickt sie mir sofort. Okay, ich komme mit O'Brien treffen. Ich komme. Boah, ist doch klar. Boah, keine Ahnung. Warum leiden diese Dinger nicht tot? Mehr? Schnell, schon kann ich hier ziehen. Endlich etwas Ruhe und Frieden. Mein Gott, mein Herz. Das war wohl nichts Besonderes für euch, was? Jetzt gut, genug geplaudert. Besorgt mir diese Daten. Er kämpft da hinten. Der Camper. Da seid ihr ja. Gute Arbeit. Kein Zweifel. Diese Leichen haben eindeutige Anzeichen einer Virusinfektion. Und es ist sicher kein Zufall, dass sie durch die Sperre der FBC gekommen sind. Tja, mehr können wir nicht tun. Jetzt müssen wir erstmal auf die Ergebnisse des Hauptquartiers warten. Hä? Das ist die Notfallnummer. Ja, ich bin's. Mhm. Was? Ja, in Ordnung. Ich übernehme das. Oh, was ist das? Wir müssen die Sache beschleunigen. Und zwar sofort. Aha. Gut, dann los.
Jill, Parker. Ihr bleibt an dem Fall dran. Was ist passiert? Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ja. Warum? Wir wissen es leider nicht. Ich habe euch ihre letzten Koordinaten auf eure Terminals geschickt. Ihr Signal ging verloren, über dem Ozean. Ich dachte, sie suchen in den Bergen nach Veltrum. Aber ihrer Position nach sind sie auf einem Schiff. Ich werde ins Hauptquartier zurückgehen und die Suche koordinieren. Und ihr zwei seid meine Augen da draußen. Ja, Sir. Präzision 100%, yeah. Keine Tode. Hab bloß Zeit. 9 Minuten, 34 Sekunden. Okay. Ja, du kannst laufen. Dann machen wir mal weiter, oder? Denke ich mal. Das Kapitel gut abgeschlossen mit dem Kadaver. Weiter speichern oder speichern und verlassen. Ein Spiel verlassen nur. Ach, weiter. Einfach weiter. Auch nicht speichern. The King of the Kings. The King of the Kings. Treffen Sie durch bestimmte Bereiche des Feindes, um größeren Schaden zu verursachen. The Kings of the Kings. Yeah. Gehen wir jetzt hin? Bin ich mal gespannt. Wo wir. Oh, jetzt mal wieder auf dem Schiff. 820. Glaubst du, die haben Chris und Jessica erwischt? Ich hoffe nicht. Hey, keiner sagt, dass Chris tot ist. So, das war nur ein Vorsprung. Na gut, dann sollten wir ihn endlich was finden. Was davor passiert ist. Och nee, am Strand war es viel schöner. Ich will mich doch nicht erschrecken. Hast du das gehört? War das das Schloss? Ich sehe nach. Okay, ich schau mal, was ich hier finde. Verstanden. Ich melde mich, wenn ich Chris' Spur finde. Das Ding hat viele Ähnlichkeiten mit den Leichen am Strand. Überall Zeug. Überall liegt Zeug. Und jetzt hin? Ja, oder? Ich will nicht zurück. Lass mich jetzt aber nicht alleine gehen, oder? Boah, lässt das Frau mich alleine hier gehen. Dann erschrecke ich nicht mehr. So uncool. Links oder rechts? Oh. Chris! Chris! Hallo, Chris! Los! Sag doch was! Ich habe Chris gefunden. Er sitzt in der Falle. Kannst du ihn rausholen? Nein, ohne Schlüssel läuft da gar nichts. Okay, suchen wir ihn. Schlüssel suchen. Na toll. Oben oder runter? Genau. Also, im Gegensatz zum Vorgänger, gruseliger auf jeden Fall. Wow.
Okay, da komme ich gar nicht weiter. Weil ich da gar nicht bin. Objekt. Macht die Munition voll. Munition, da kann ich nicht rüber. Dann muss ich runter. Ja. Ja. Jetzt kommt das Problem. Diese Geräusche. Hier ist doch jemand. Hört das, Leute? Oh! Ah! Das ist uncool. Danach! Wow. Oh, mein Herz. Wenn jetzt noch mal einer kommt, da hat der geduscht wahrscheinlich. Ich konnte gar nicht rein. Ist schon gruselig. Was meint ihr dazu? Also, ich find's gruselig. Ich denke, bevor ich diese Tür öffne und gucke, wie es weitergeht, werde ich diesen Part beenden. Man sieht es im nächsten Part. Ich hoffe, ihr bewertet ihn. Schreibt einen Comment runter. Viel Erfolg mit beim nächsten Part. Und dann würde ich mal sagen, bis dann, Leute. Ciao, ciao.